Moin zusammen, wir sprechen heute über Are You The One? Reality Stars in Love Folge 3 und 4. Und zwar war in diesen Folgen ja wieder Laura Blond ein ziemlich großes Thema und sie war sehr, sehr fleißig und hat direkt ihre Reaction zu diesen beiden Folgen aufgenommen. Die wollen wir uns hier anschauen, aber erstmal gucken wir kurz darauf, was sie in ihrer Story dazu gepostet hat. Hier erstmal Part 1, wie gesagt, da schauen wir gleich rein und da hat sie dazu geschrieben: It's giving, mein Mann geht fremd, also bin ich auf die Frau sauer, Vibes. So, und dann mit drei Emojis. Ihren zweiten Part hat sie auch in die Story gepostet und dazu dann geschrieben, die Maus geht vergeben zu Aito, so hiermit meint sie natürlich Dana, und beschimpft mich als H, Sternchen, Sternchen, Sternchen und SCH, naja, Lampe steht da, denke ich mal, ne? WTF und dann ganz viele Clown-Emojis. So, da sind wir jetzt mal gespannt, was die gute Laura dazu zu sagen hat. Wir schauen rein und dann gebe ich natürlich meinen Senf dazu ab. Also, Film ab! Hallo, hallo, hallo! Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, sind die Folgen 3 und 4 jetzt online bei RTL Plus von I, The One, Reality Stars in Love. Könnt ihr euch jetzt anschauen. Ich werde jetzt eine kleine Reaction zu machen und wie immer gilt, das ist ein riesengroßer Spoiler. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann skippt jetzt bitte weiter. Diese Arroganz aus, weißt du? Mhm, ich weiß. So, ist einfach so deine Aura. Ja, ich liebe das. Dann ist mal so, also mit diesem Statement hier werde ich auf jeden Fall keinen Sympathiepreis ergattern und ich kann es auch komplett nachvollziehen. Also, sind wir mal ganz ehrlich, sympathisch ist anders. Ich weiß noch ganz genau die Situation. Ich hatte so keinen Bock, gerade mit Karen zu reden, ich weiß gar nicht wieso. Und das kam dabei raus. Also, ich kann den Unmut zu 1000% nachvollziehen. Die Kernaussage ja eigentlich was Gutes ist. Eigentlich will ich ja nur sagen, so Leute, ich liebe mich und ja, ich würde mich sogar selber heiraten. Wie es rüberkam, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, dass man da ein kleines bisschen sauer wird. Einfach fake as fuck. Keine Eier, zu einer Frau zu gehen, zu sagen, ey Jenny, das und das ist passiert, das und das fühle ich, das und das denke ich. Also diese Jenny-Lukas-Situation ist ein bisschen lustig, weil das Ding ist, in dieser Situation sind nicht die Mädels das Problem, sondern der Typ ist das Problem, weil er hatte die Wahl, mit den Mädels unter die Dusche zu springen oder nicht und er hat sich aktiv dafür entschieden. So. Und die Mädels sind einfach nur da, um ihren Spaß zu haben. Und ich finde auch nicht, dass man bei Aito jetzt irgendwie nach 2 Tagen von krasser Freundschaft und Loyalität sprechen muss. Also die Mädels haben nichts falsch gemacht, das kann man denen nicht ankreiden. Das Problem in dem Fall ist Lukas. So, und er manipuliert sie da auch noch im Daybed und sagt, ja, von wegen, die haben mich gezwungen, bla bla bla. Und sie springt dann auf und rennt los und versucht die dann da irgendwie verantwortlich zu machen. Das ist halt einfach so... Naja. Also wirklich, ich meine... Also ich muss sagen, Tim hat es mir wirklich extrem angetan. Nicht auf dem ersten Blick, aber wir hatten da so ein paar Gespräche und man sieht es ja auch. Da war irgendetwas, man kann es nicht beschreiben, was es ist, aber da war auf jeden Fall so... Wisst ihr, was ich meine? Einfach so ein bisschen Spice und er war so geheimnisvoll und ich habe es geliebt. Dass Laura Blond, unser alter All-Star, hier so gut ankommt bei den Männern, ist ein kleines bisschen ein Dorn im Auge, oder? Ja, also dieses Tara-Ding, ne, das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Das Ding ist, die hat sich halt einfach getriggert gefühlt von Nicola, weil er halt überall war und ihr nicht loyal an der Seite stehen wollte, so wie sie sich das vorgestellt hat und sie behandelt hat wie eine Queen. Und dann hat sie da halt einfach irgendeine Leidtragende gesucht. Ich habe da halt super reingepasst, weil ich hier einfach das Spiel gespielt habe und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Also ernst nehmen kann ich das nach wie vor nicht. Wie dann so Tara so sagt, ja, Laura drängt sich da den Typen auf. Nein, die Typen waren mir gegenüber super offen und so spielt man halt nur mal I, the one, ne? Aber Tara dachte sich, ja, okay, die Laura kann es halt tragen, weil wenn sie das zu einer Gabby sagt, die da twerkend auf dem Lukas Schoß sitzt, die fällt ja in Ohnmacht, wenn da irgendwie eine Tara kommt und die da irgendwie so anzickt von der Seite. Deswegen passt schon, alles in Ordnung, aber das ist auch... Hallo, 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 ich hoffe, euch geht's allen gut, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Aber das ist absoluter Bullshit. Aber wisst ihr, was ich an der Tara richtig gut finde? Und das rechne ich ihr sehr hoch an. Sie hat es wenigstens geschafft, mir die ganzen Sachen face-to-face zu sagen. Die anderen Mädels, die sagen es dann in den Interviews, aber die schaffen das nicht, sich vor mich zu stellen und sagen, Laura, mir passt das, das, das und das nicht. Das hat man ja auch in der Linda-Situation gesehen. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Hast du ein Problem mit mir? Mhm. Also das ist das, was ich gerade meinte. Linda, wenn ich dich doch frage, was dein Problem ist, dann sag's doch einfach. Es ist doch gar kein Thema. Ich sag doch auch meine Punkte. Es ist doch gar kein Stress. Hätte ich mir schon gewünscht, dass man da offen und ehrlich sagt, was das Problem ist und dann nicht ins Interview sich setzt und dann plötzlich geht das Riesenthema, Laura hat aber das und das gemacht, los. Das ist halt, ja,
Sag's doch einfach, wie eine Tara, ganz einfach. Wegen, wie heißt Nico? Das tut dir weh, ne? An dieser Stelle möchte ich eine Sache sagen. Man sieht gerade nicht so viel von Nino, aber der ist so ein herzensguter, süßer Mensch. Oh mein Gott. Sowas fuckt mich einfach ab und das ist die letzten mit 10 Typen so. Und wenn bei mir irgendwas ist oder ein TikTok ist oder so, ja, Dana, die ist bestimmt auf Das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige und interessante Situation, die wir uns jetzt bitte alle mal merken und auch gerne ganz genau analysieren. Damit ihr mal nachvollziehen könnt, woher der Groll von Nadja und mir kam. Nadja und ich, wir saßen da und haben uns unterhalten, auch dass Dana einzieht, bla 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 bla. Und unabhängig voneinander haben wir gehört, dass sie draußen Wilson sitzen hat und mit dem eigentlich ist. Und das hat den Groll primär bei uns ausgelöst. Wir hatten einfach absolut keinen Bock, dass da eine reinkommt, die eigentlich vergeben ist und hier so ein bisschen die Kohle absahnt, bisschen Spielchen spielt, bisschen Fame abgreift und dann wieder abzischt. So, darauf hatten wir einfach keinen Bock. Das war unsere Einstellung in diesem Moment. Anna hat dann mitbekommen, dass wir so darüber reden, das Wilson-Thema anschneiden und daraufhin ist diese Situation, die ich euch gerade gezeigt habe, entstanden. Sie hat uns als und betitelt, aus dem Nichts ist sie explodiert, als wir das Thema angeschnitten haben. Und sorry, ich finde, das ist schon ein sehr, sehr eindeutiges Indiz dafür, dass sie sich angegriffen gefühlt hat und sozusagen in Verteidigungsmodus gegangen ist. Und wieso? Weil wir natürlich recht haben, ganz einfach. Und ich sage euch jetzt mal eine Sache, okay? Ich habe nie jemanden als oder als betitelt. Und das, finde ich, ist unter aller Sau und geht überhaupt nicht. 0,0. Aber das ist absoluter Bullshit. Gut, erst einmal zum Thema Arroganz. Ja, ich würde zustimmen, Laura kommt in dieser Show ziemlich arrogant rüber, vor allem, wenn man sie vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Also ich persönlich finde, dass Laura ganz anders ist als damals bei Aito und aber auch anders als bei der Couple Challenge. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so empfindet. Ich persönlich habe das Gefühl, sie will das jetzt ein bisschen überkompensieren und so ein bisschen auf Boss-Bitch oder Badass-Bitch machen. Früher war sie viel zu naiv, also wenn wir so an diese Sache mit Marcel zum Beispiel denken, und gutgläubig. Heute kommt es mir so vor, als wäre das zu drüber. Also so ein gesundes Mittelmaß wäre meiner Meinung nach irgendwo in der Mitte halt, ne? Mittelmaß in der Mitte. Beim Thema Jennifer, Nadja und Gabby gebe ich Laura so halbrecht. Also ja, erstens ist natürlich Lukas in der ganzen Sache das Problem. Aber Jennys Problem ist ja nicht nur Lukas Verhalten. Und sie sagt ja auch, sie weiß, dass sie auf diese Toxic Guys steht. Und eigentlich will sie das nicht mehr, aber sie fällt halt immer wieder in dieses Muster rein. Auch wenn wir an ihre vorherigen Typen so denken. Aber ja, Lukas ist einerseits das Problem. Aber ich habe das so verstanden, dass Jennys Problem mit den Mädels eben ist, dass sie ihr so halb die Wahrheit erzählt haben. Also, dass sie ihr zwar erzählt haben, was Lukas so gemacht hat, also die negative Seite von Lukas, aber dass sie das selber initiiert haben, das wurde eben weggelassen. Und ich habe das so verstanden, dass das Jennys Problem an der ganzen Sache war. Aber ich finde es überhaupt nicht gut, wie Jenny damit umgegangen ist. Erstmal hat sie ja anscheinend eine Schnute gezogen, ne? Deswegen haben ja Nadja und Gabby nachgefragt, so ist alles okay, was ist los? Die haben also gemerkt, dass mit Jenny irgendwas nicht stimmt. Und dann ist Jenny ja sofort ausgerastet, ne? Ich glaube, eine bessere Herangehensweise wäre gewesen, das von Lukas anzunehmen, zu sagen, okay, interessante Information, dann im Ruhigen oder sich erstmal zu beruhigen und dann eben zu den beiden Mädels hinzugehen und zu sagen, pass auf, Lukas hat mir das und das erzählt, stimmt das überhaupt? Ne, weil sie hat es ja auch irgendwie als gesetzt hingenommen. Ne? Im Endeffekt, ja, haben wir ja gesehen, das wurde tatsächlich von, ich glaube, Nadja war das, die gesagt hat, komm Lukas, du kommst jetzt mit uns duschen. Das wurde tatsächlich von ihr initiiert, aber Jenny wusste ja noch nicht mal, ob das überhaupt stimmt. Ne? Deswegen hätte ich erstmal gefragt, stimmt das überhaupt? Und dann hätten die das bejaht im besten Fall. Und dann hätte ich gefragt, okay, warum erzählst du mir dann das und das, aber lässt eben einen Teil der Geschichte weg? Also wie gesagt, ich persönlich finde, alle Parteien haben sich da nicht so optimal verhalten. Lukas sowieso nicht, die Mädels auch, also Nadja und Gabby auch nicht und Jenny aber eben auch nicht, wegen der Art und Weise, wie sie das Thema angegangen ist, ne? Dass sie da direkt komplett ausgerastet ist. Dann kommen wir zum Thema Linda. Ja, das war
auf jeden Fall eine Kacksituation. Das Ding ist, man kann ja von Laura halten, was man möchte. Man kann sie nett finden, man kann sie nervig finden, arrogant, was auch immer. Aber sie fragt ja sogar direkt Linda, hast du irgendwie ein Problem mit mir? Ne? Sie gibt ihr sogar die Möglichkeit, das zu sagen. Sie lästert da jetzt nicht hinterm Rücken, sondern, also klar, Laura kann auch ganz gut lästern, ja, das haben wir auch gesehen. Aber in diesem Falle geht sie eben direkt zu Linda hin und spricht sie darauf an. Das ist ja erstmal eine gute Herangehensweise. Linda ist aber nicht imstande, Laura das ins Gesicht zu sagen. Welche Gründe das hat, darüber kann man natürlich nur spekulieren, aber ich würde denken, dass das auch damit zu tun hat, dass Linda anscheinend den Konflikt vermeiden wollte und sich vielleicht einfach nicht getraut hat. Aber ich finde, Linda geht falsch damit um. Sie scheint ja schüchtern zu sein, was im Endeffekt eigentlich total okay ist. Das ist ja nicht das Problem an sich. Man hat ja auch am Anfang gesehen, als sie angekommen ist, dass sie sich anscheinend erstmal nicht getraut hat, allen Hallo zu sagen und da so ein bisschen verloren war. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber die Frage ist dann immer, wie geht man mit sowas um? Sie scheint ihre Unsicherheit damit zu überspielen, dann hinter dem Rücken zu lästern. Wie gesagt, die Schwäche an sich ist ja okay, aber es kommt dann immer darauf an, was man aus dieser Schwäche macht. Okay, und dann noch eine kleine Anmerkung zum Thema Wilson und Dana. Ich persönlich habe keine Ahnung, was da stimmt. Ich habe auch keine Gerüchte vorher mitbekommen, dass die beiden sich daten oder so. Das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Aber Wilson ist ja auch anscheinend vor ein paar Wochen bei Love Island All Stars oder Love Island VIP, wie auch immer das jetzt genannt wird, gewesen. Also falls dieses Gerücht stimmt, dann ist er anscheinend auch vergeben in eine Dating-Show gegangen. So, aber falls es so ist, dass die beiden irgendwo knutschend im Club gesehen wurden, egal ob das jetzt stimmt oder nicht. Na, Dana sagt ja auch, das stimmt gar nicht, aber selbst wenn, heißt das natürlich nicht, dass die beiden irgendwie zusammen sind oder so. Die können ja auch ein bisschen was am Laufen gehabt haben und nicht in einer offiziellen Beziehung sein. Oder sie haben sich so ein bisschen locker gedatet vorher, haben vielleicht auch beide gesagt, pass auf, wir haben beide noch Formate vor uns, Dana Aito und Wilson Love Island, wir gucken jetzt erstmal, gehen jetzt erstmal keine feste Beziehung ein. Das kann auch sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass das alles stimmt und dass Wilson und Dana tatsächlich bereits in einer festen Beziehung waren. Aber falls dem nicht so gewesen sein sollte und falls auch hier wieder die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt und die beiden sich einfach gedatet haben, dann werfe den ersten Stein, wer ohne Sünde ist. Das heißt, ich glaube, dass diese 20 Leute, die da sonst noch mitmachen, nicht alle im Zölibat gelebt haben, wochenlang oder monatelang, bevor diese Show gedreht wurde, sondern die werden oder viele von denen werden mit Sicherheit auch vorher mehr oder weniger locker gedatet haben, bevor es zu dem Dreh ging. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass Dana die Einzige ist. Naja, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Sache haltet. Seid ihr da auf Danas Seite oder auf der Seite von Laura und Nadja? Ich verabschiede mich für heute und danke euch wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.